was macht der da? Naja, auf jeden Fall hallo und herzlich willkommen. Oh, vor uns ist jemand. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir schauen mal gleich, was wir machen müssen. Na gut. Gute Nacht. So, also, ich habe lange nicht mehr gespielt. Wir haben das da ausgewählt. Elway anschwärzen. Die Fehde zwischen Elway und Bento ist für uns der Hebel, um den Buchhorn zu Fall zu bringen. Besorgen Sie sich ein paar von Elways selbst gebastelten Schrotgewehrpatronen. Töten Sie Beno und hinterlassen Sie die Patronen neben der Leiche. Das sollte reichen, um die Unidad davon zu überzeugen, dass Elway der Mörder war. Aha. Was gibt's denn hier? Und das da ist quasi das Story-Einsatz. Santa Blanca Kunde. La Gringa war gezwungen, Santa Blanca Kokain zu verschicken. Was? Santa Blancas Kokain zu verschneiden. Was heißt das? Um mit der Nachfrage Schritt verschneiden, wahrscheinlich halt zu strecken dann. Um mit der Nachfrage Schritt zu halten zu können. Esueno hat es herausgefunden und will nun ihren Tod. Ein Killerteam ist bereits auf dem Weg um La Gringas Haus. Zu La Gringas Haus. Wir müssen als erstes eintreffen und sie für in Sicherheit zu bringen. Aber das Killer-Team braucht ja Ewigkeiten immer. Das heißt, wir holen uns mal den Helikopter, fliegen dann dahin. Warte mal, hier gibt es ja noch so viele Waffen. Oh. Durchdringung ist halt besser. Feuerrate ist besser. Ich hol mir dann mal das da. Ja, ich weiß. Gut. Dann schwärzen wir den mal an. Müssen wir den eigentlich dann auch mit Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Mit einer Schrotkugel, die Drohne ist oben. Also, mit Schrotkugel. mit Maschinenpistolen. Hab noch einen Tango. Tango Nummer 3. Feind gesichtet. Mit einer Shotgun platt machen? Eigentlich schon, ne? Ein normales Maschinengewehr oder Pistole hinterlässt ja nicht sehr viel. Also nicht sehr viel, also kein großes Einschussloch. Dabei. So, weil der Schalldämpfer weg. Ist da auch denn doch das? Hä? Aber überraschenderweise haben die den Schuss nicht gehört. Die singen alle dasselbe, ne? Ist noch einer. Hey, Sniper auf dem Dach. Ja, der liegt da so rum. Es ist alles gut. Gut, dann holen wir uns mal die Waffenkiste da oben. Also. Seht mal da, Waffenkiste. Was? Wo hast du denn hier eine Waffenkiste gesehen?
Hilfe. Wollte ich schon immer haben. Ach ja? Was ist denn das? Und hier die Meldung des Abends. Zwischen lokalen Cocareros und Minenarbeitern aus Barbechos sind blutige Unruhen ausgebrochen. Nach Polizeiangaben sind die Minenarbeiter, die in den Pyrolosit-Minen von Santa Blanca arbeiten, berüchtigt für ihre ausschweifenden Trinkgelage und ihr extrem fragwürdiges soziales Verhalten gegenüber Frauen. Mhm. Die Spannungen haben heute einen erneuten Höhepunkt erreicht, als einer der Minenarbeiter eine Dynamitstange in einen See warf. Als er danach befragt wurde, deutete der Minenarbeiter auf einen Paku, der Richtung Ufer trieb, lachte und sagte: Fischen! Dieser explosive Zwischenfall führte dazu, dass eine Gruppe lokaler Fischer entschied, sich direkt bei dem Mann zu beklagen, wobei sie ihre Klage mit den Fäusten vorbrachte. Okay. Nette Gemeinschaft hier. Was war das denn? Gut, jetzt fliegen wir zu der Waffe, da. Und dann fliegen wir nach hier hinten. Ich mach das, ich fliege. Ja, ja, schon klar, schon klar. Flap, 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 flap. Eigentlich voll lustig, weil ich nehme gerade, also es ist gerade Oktober bei mir und ich nehme gerade, also ich will Wildlands jetzt fertig machen und mir kam gerade so, ja, der Vorrat reicht jetzt bis Ende Dezember, das heißt, ihr seid wahrscheinlich schon in 2021. Also dann, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und willkommen in 2020, 2021. Oh Mann, voll lustig. Wie ich drauf gekommen bin gerade, Ich sehe noch einen Tango. Markiere Alter, wie viele gibt's denn hier? Da ist ein Tango inmitten von Zivilisten. Ich kam gerade drauf, weil ich mir gedacht habe, so genau durch die Bäume durch, ne? Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Geh auf neue Position. Hab das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Bin schussbereit. Sehen ein bisschen nervös aus. Wie, ihr habt die nicht getötet? Hä? Was? Nur vorbei, der Herr. Genau, ich kam eben drauf, weil ich will das Spiel eben fertig bekommen. Alles gut, alles sauber. Bevor ich, ich sehe eine Waffenkiste. Mit Cyberpunk anfange. Also das schaffe ich jetzt safe. Oh, kann ich gebrauchen. Und das Lustige ist, ja. Das, also es ist halt, es sollte ja im April rauskommen und dann wurde es verschoben nach September. Und jetzt wurde es ja nochmal verschoben. Und die ganze Zeit dachte ich mir so, ah, scheiße, ich wollte es eigentlich schon längst spielen und so weiter. Aber, ja, jetzt ist es schon wieder soweit. Also, in einem Monat ist es. Also, die Zeit vergeht so krass schnell. Das ist echt heftig. So, ich will nur schauen hier, ob
Nee, Feuerstoß brauche ich nicht. Groß, Alter. Ich will nur schauen, ob ich den Schaden ein bisschen maximieren kann. Reichweite. Okay, Fahrfall mache ich jetzt auch mal schnell. So. Ich will mal kurz schauen, ob der jetzt. Ja, okay, also AUG ist halt, macht ein bisschen mehr Schaden, aber dafür hat die eine größere Präzision und eine sehr viel höhere, eine höhere Reichweite. Geräuschminderung ist auch besser. Ja, dann versuche ich es mal mit der. Wieso ist da die Präzision schlechter? Boah, ich habe neulich, weil ich bin ein Hobbyschütze, also viel mit, also hauptsächlich für einen Bogen. Früher habe ich sehr viel mit Software gemacht und auch Paintball und so weiter und auch ich war im Verein von Luftdruckgewehren oder Luftgewehren. Und jetzt habe ich neulich wieder mal so ein Nostalgie geschwelgt. So, ah, da kann ich nicht hoch oder was. So ein bisschen so, ja, was könnte ich mir denn da jetzt kaufen? Beziehungsweise, also ob ich mir da jetzt noch mal was leiste. Und da habe ich ein Luftdruckgewehr gefunden, das ist unglaublich präzise. Ja, ich habe noch gar nicht angefangen. Das ist unglaublich präzise. Wir müssen einen Keil zwischen El Way und Leutnant Bento von der Unidad treiben. Ich erzähle gleich weiter. Was Sie tun können. Naja. Genau, und das Lustige ist, oder das Krasse ist, dass in Deutschland sind ja nur maximal 7,5 oder 7,2 Joule erlaubt bei Luftdruckgewehren. Und das Gewehr kommt auch mit einem Tuner. Also falls man nach Österreich, nach Schweiz oder... Die ist ja viel moderner als ich dachte. Was verdanken die Leute Santa Blanca? Eigentlich müssten sie ihnen dafür danken. Das Kartell hat die Mine den ganzen Kram gebaut. Ist bestimmt auch sicherer als die anderen Minen hier. Ja, danke. Genau, also, wo war ich gerade? Genau, und wenn man so nach Österreich oder Tschechien fahren will, kann man das halt, das Teil eben ziemlich schnell einbauen. Und genau, dann ist es, glaube ich, auf 13 Joule. Das ist, läuft hier halt unter Waffengesetz oder Waffenschein Pflicht. So. Und da habe ich auch ein Zielfernrohr dazu gefunden, das ist halt ein bisschen übertrieben, wenn man es nett ausdrückt. Das Zielfernrohr kostet fast so viel wie die Waffe. Das kostet 400 Euro. Aber es ist halt ein professionelles Zielfernrohr. Und man ich habe das sogar mal ausprobieren dürfen. Das ist. Ein Generator. Markiere wir ihn den Strom ab? Das ist. Wenn man auf 30 Meter auf eine Pistolenzielscheibe
zielt. Also vielleicht wisst ihr, dass wie groß das ist. Das ist ungefähr so groß wie eine Postkarte, also aber quadratisch. Und aus 30 Metern ist es halt richtig, richtig heftig, das zu treffen. Und was noch heftiger ist, das ist so, das Zielfernrohr vergrößert ist so krass, dass es aussieht, als wäre das genau vor einem. Also du siehst quasi diese Postkarte, ja, das erfüllt das ganze Zielfernrohr aus, so ungefähr. Also das ist schon ein bisschen heftig. Aber ja, ich habe mir gedacht so, ja, also an sich würde ich es super gerne machen. Ich würde es sehr, sehr gerne machen, aber es ist halt richtig teuer. Also das alles zusammen würde, glaube ich, 1200 kosten. Und das ist immer so eine Frage, ob man das dann ausgeben will für ein Hobby. Also, naja, gut. Dann wollen wir mal anfangen. Das ist 230 Meter entfernt. Oh, ich runter, alle runter, Heli. Ja, ja. Drohne fliegt. Ich muss mal kurz schauen. Okay. Ah, ich glaube, das erwische ich gar nicht. Dieses Teil erwische ich, glaube ich, jetzt gar nicht. Warte mal. Ich habe eine Idee. Und zwar, ich habe ja noch ganz viele Fähigkeiten. Drohne, Tarnung, Tempo, Cooldown, EMP, Panzerdrohne, Sprengung. Ah, ich dachte, der kann irgendwann... irgendwann kann der auch schießen, aber also Sprengung ist zu laut. Na, schade. Weil dann hätte ich ja mit der Drohne das abknallen können. Ich probiere es einfach mal. Warte, zuerst mache ich den Sniper kaputt. Ich schätze mal hier. Warte, kann ich meinen Leuten sagen, dass... Okay, bin unterwegs. Nee, die können nur auf... Können nur auf Menschen schießen. Aber ich will noch schnell schauen, ob ich den letzten hier bekomme. Nee, da bin ich zu weit weg. Ich gehe mal zu der Ruine hier. Wobei von oben hatte ich ja schon einen sehr, sehr guten Ausblick. Den Schuss gehört. Das ist halt unpraktisch, dass der Baum davor ist. Ah, jetzt hat er mich. So viel zum Alarm. Es wird keine Verstärkung kommen. Zurück, bevor sie dich entdecken. Okay, ich mach's. Hey, ich sehe zwei Schützen. Wo hast du sie? Mitten im Bunker. Zwei Schützen. Ja, den einen habe ich platt gemacht, ne? Okay.
Okay, da hinten komme ich rein. Okay, den könnte ich... Was ist denn das rechts? Was ist denn das rechts da? Also bei dem Zielfernrohr. Oh nein! Der ist gerade hochgegangen. Das sind ja wie zwei Zielfernrohre. Ah. Ich drücke immer wieder automatisch C. Wir crouchen. Alles okay, alles okay. Finde ich auch. Da ist eine Kartellauszeichnung. Das ist doch sowas von egal. Du fliegst auf, bleib zurück. Und da raus? So, dann holen wir uns mal kurz das hier. Dann muss ich mal schauen, dass ich schnell hier wegkomme. Und die beiden töten. Ich bleib locker. Aber ist es egal wie? Unidad Hauptmann erledigt. Verteilen wir die Patronenhülsen und dann weiter. Na gut. Wegen der Patronen wird die Unidad Elway für den Mörder halten. Und dann ist die Freundschaft sofort hin. Kommt, mal sehen, was wir noch so alles anstellen können. Die Unidad will Elway tot sehen. Svenio ist einverstanden, weil er Frieden mit der Unidad will. Und sie haben seinen Pyrolusit-Handel lahmgelegt. Ihr Revolverhelden habt Elways Welt gehörig zum Einsturz gebracht. Ich hoffe, er nimmt's nicht persönlich. Fragen Sie ihn doch selbst. Wenn er am Leben bleiben will, kann er sich höchstens noch an uns wenden. Ich will wissen, was er weiß. Eine Idee, wo er ist? Die Unidad jagt ihn. In deren Basis finden Sie sicher Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Mann, Sie schicken uns wohl gerne auf Himmelfahrtskommandos. Melden Sie sich wenigstens, falls Sie etwas erfahren, bevor wir dem Teufel in den Arsch kriechen, okay? Und ich dachte, Sie kriechen dem Teufel gerne in den Arsch. Bombenende. Mhm. So. Dann schauen wir mal. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Dann holen wir uns mal deren Hubschrauber. Ich fliege. Gut.
Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge machen wir dann was? Hier unten. Santa Blanca Korain zu verschneiden. Nee. Hier. Die Falle ist zugeschnappt. Die Unidad will Elways Kopf. Sie müssen ihn zuerst kriegen und da rausholen. Wir helfen. Ja, bla bla. Das schauen wir dann nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye bye.